Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen zu meinem ersten Teil der Neuzugänge aus dem Februar 2018. Ja, ihr hört es schon, es wird einen ersten und zweiten Teil geben, denn es sind über 20 Bücher bei mir eingezogen und da ich zu jedem Buch hier ein bisschen was erzählen möchte, was mich angesprochen hat, wie es zu mir gekommen ist, wie es zu mir gefunden hat, wie ich das Buch gefunden habe, dachte ich mir, ich splitte diesen etwas höheren Neuzugänge Teil sozusagen einfach auf und ihr seht jetzt im ersten Video 11 Bücher und im zweiten Teil dann die restlichen 10, wobei theoretisch sind es sogar 23 Neuzugänge, weil ich eine Trilogie erhalten habe. In diesem Moment aber für mich gefühlt eben nur der erste auf dem Sub wandert, weil wenn mir natürlich der erste nicht gefällt, dann, also bei mir sind oft bei Reihen dann auch nur der erste Teil gezählt auf dem Sub. Das ist meine Logik, das muss keiner verstehen. Es ist ja meine Statistik. Und dementsprechend sind es im zweiten Teil dann gefühlt eben ein bisschen mehr durch die Trilogie. Aber ja, nichtsdestotrotz denke ich, fangen wir einfach nach und nach mit den Büchern an. Und den Auftakt in dem Monat machten Tauschbücher. Ich weiß nicht, ob ihr die Aktion bei mir auf Instagram gesehen habt. Ich habe es bei der lieben Tanja von Berlin Books entdeckt, habe ihr Bild dann geliked und habe ein Buch in die Welt geschickt. Und zwar an die, von der Tanja das Bild hatte. Und ich habe das Bild dann wiederum auf Instagram gepostet. Und alle, die bei mir likten, sollten theoretisch Tanja ein Buch schicken. Und all die, die bei mir likten, stellen das Bild dann wieder online. Und die, was dort liken, schicken mir ein Buch. So ist dieser Schneeball-Effekt theoretisch gedacht. So dass man selbst eben immer nur eins verschickt, aber theoretisch zurück ein paar mehr Bücher kommen. Und bei mir sind da tatsächlich, ich glaube, 5 oder 6 Bücher eingezogen und die zeige ich euch einfach. Das sind jetzt also Bücher, die jemand loswerden wollte, wo jemand sich dachte, okay, die könnten mir gefallen. Das ist ganz unterschiedlich. Bei dem ersten Buch, was bei mir ankam, habe ich mich auf jeden Fall sehr gefreut und zwar Feuerherz von Zenaid G. Mehari. Und wie man schon sieht, also das Buch ist auch wirklich in einem guten Zustand. Wenn überhaupt einmal gelesen, kann man absolut nicht meckern. Das war so ein bisschen auch der Gedanke dabei, dass man keine verlotterten Bücher durch die Welt schickt, sondern nur Bücher, die man selbst eben auch noch lesen würde. Und bei diesem Buch geht es ja um Zenaid, die eben als Neugeborene von ihrer Mutter ausgesetzt wird und dann als Kindersoldatin im Grunde irgendwann in einer Rebellenarmee landet. Und ich bin ja manchmal in der Stimmung nach so Schicksalsbüchern. Ich habe in diesem Jahr ja auch die Geschichte von der jungen Frau gelesen, die aus Saudi-Arabien kam. Ich muss für solche Bücher in Stimmung sein, weil es ja doch Lebensschicksale sind, die einen doch sehr mitnehmen können. Und ich weiß jetzt gerade gar nicht, aus Eritrea ist sie gekommen. Und wo auch der Bürgerkrieg, glaube ich, immer noch herrscht. Und ich schlendere schon immer mal um dieses Buch herum. Es ist mir schon vor Jahren aufgefallen. Ich glaube, es ist auch schon ein bisschen älter. Das kann jetzt natürlich keiner wissen. Ja, es ist 2004 erschienen. Und ich weiß, dass das damals auch in aller Munde war. Ich aber damals nicht, so gefühlsmäßig in der Lage war, sowas zu lesen. Man hat ja so Phasen im Leben, ne? Und freue mich jetzt, dass es bei mir angekommen ist und ich das auch so ein bisschen wie eine Fügung sehe und mir vielleicht das Schicksal jetzt sagt, es ist Zeit, dass ich es lese. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich das auch in diesem Jahr tatsächlich tue und ich einfach mal auf den Moment warte, wo mir nach so einem Schicksalsbuch dann auch ist. Weil ich finde persönlich wirklich, es muss einem danach sein. Sonst bekommt man das am Ende vielleicht einfach, ich sage jetzt mal so, in den falschen Hals. Und es zieht einen entweder extremst runter oder es berührt einen gar nicht. Und ich möchte schon dieses Buch dem so viel wie möglich entgegenbringen, dass es dann eben auch bei mir etwas bewirken kann. Und da freue ich mich wirklich sehr, dass das bei mir eingezogen ist. Dann ist bei mir eingezogen Rubinrotes Herz, Eisblaue See von Morgan Callan Rogers. Und ich muss ehrlich sagen, mir hat dieses Buch so vom Cover irgendwas gesagt. Es kam mir irgendwie bekannt vor, aber auch so mit dem Klappentext konnte ich gar nicht so viel anfangen. Es geht hier um Florine, die geborgen bei ihren Eltern und ihrer Großmutter in einem Fischerdorf an der Küste Maines wohnt und eines Tages verschwindet ihre Mutter. Und es heißt hier so schön, unabhängig von Ort und Zeit, dieser Roman packt einen einfach überall. Ein Buch wie Kino, reingehen, hinsetzen und mittendrin sein. Witzig, spannend, traurig, tragisch. Es ist alles drin, es kommt alles vor. Und es ist eben eine besonders schöne Geschichte über das Erwachsenwerden. Und ich
kann mich an dieses Cover irgendwie erinnern, dass ich das auch schon immer mal irgendwie wo gesehen habe. Hier ist ja scheinbar noch wie eine Art Widmung drin, eine private Widmung von 2011. Ja, es ist 2010 erschienen. Also irgendwie kommt es mir bekannt vor, ich weiß aber nicht mehr wann, wie und wo. Ja, aber ich habe es noch nicht und finde es tatsächlich ganz interessant. Ich bin jetzt, glaube ich, gefühlt nicht immer so ganz die Richtige für dieses Wir-werden-Erwachsenen-Ding. Aber ich stelle mir einfach so ein Schicksal schon auch wieder spannend interessant vor. Und wenn es dann auch noch witzig sein soll, was ich mir gerade gar nicht vorstellen kann, ja, könnte ich mir vorstellen, dass das wirklich ein schönes Sommerbuch wird. Dann ist ja auch ein unbekanntes Buch, also was mir gar nichts vorher gesagt, bei mir eingezogen, von Paula MacLean, Madame Hemingway. Und es befasst sich, soweit ich es verstanden habe, tatsächlich um die junge Frau, ja, die junge Frau oder die Freundin von Ernest Hemingway. Und die beiden gehen eben nach Paris und werden Teil der Bohème. Doch in Paris der 20er Jahre lassen sich Familie und Treue kaum aufrechterhalten. Und das heißt hier so schön, mit viel Spannung und Einfühlungsvermögen erzählt. Ein faszinierendes Spiel mit Fakten und Fiktion. Und bei sowas bin ich ja absolut dabei. Also, dass wir hier tatsächlich wahrscheinlich sehr viel über Hemingway erfahren werden, von dem ich jetzt nicht der größte Fan bin, das muss ich schon mal dazu sagen. Aber da eben so eine Geschichte drumherum erzählt wird, das finde ich wieder spannend. Ich habe sowas auch schon mal von Picasso gelesen, auch so eine halbfiktionale Geschichte mit eben historischen Details und noch von irgendwem, ich komme gerade nicht mehr drauf. Und ich glaube, dass sowas wirklich gut sein kann und es hatte, als ich es auf Instagram gepostet habe, auch wirklich sehr regen Zuspruch, was mich total gewundert hat, dass das so viele kennen und ich mal wieder nicht. Mir hat das Buch wirklich vorher überhaupt nichts gesagt, ich weiß gar nicht, wann es erschienen ist, 2012. Also es ist mir nie irgendwie aufgefallen, muss ja auch nicht, aber es klingt spannend und es ist tatsächlich was, was mir auch gefallen könnte und ich daher die Wahl auch wirklich sehr gelungen finde. Dann ist bei mir ein Psychothriller angekommen. Ja, Ihr tötet mich nicht von Shannon Kirk und auch an dieses Cover kann ich mich irgendwie erinnern, dass das mal so irgendwie ja, bekannt war, 2005, 2006, also noch gar nicht so lange her und irgendwie kommt mir dieser Wald bekannt vor mit diesem Mädchen, der jungen Frau, die so davor steht und ja, aber dann ist auch schon der Gedanke irgendwie weg. Keine Ahnung, warum es vielleicht nie bei mir eingezogen ist, weil es steht eben auch super spannend, was hinten drauf, denn es ist ein dunkler, verstörender, verdammt lesenswerter Thriller, was ja schon wirklich wieder sehr extrem klingt. Und es heißt, sie wird entführt, sie ist nicht das erste Opfer, aber das letzte, denn sie ist 16 Jahre alt und im 7. Monat schwanger, als sie auf dem Heimweg von der Highschool überwältigt und in einen Lieferwagen gezerrt wird. Doch die Entführer machen Fehler. Fehler, die ihr vermeintlich hilfloses Opfer kühl kalkulierend registriert. Und der größte Fehler war, sich dieses Opfer auszusuchen. Denn das Mädchen in ihrer Gewalt verfügt über einen messerscharfen Verstand und die Gabe, seine Emotionen fast vollständig zu kontrollieren. Sie weiß, dass es den Kidnappern um ihr Baby geht und sie selbst nach der Geburt wertlos für sie ist. Also fasst sie einen Plan. Ihr werdet mich nicht töten, ihr werdet mein Kind nicht bekommen und ich werde mich rächen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt schon so einen Gänsehautfaktor, weil wenn da natürlich so eine Schwangere ja eine Hauptrolle spielt, das kann unglaublich verstörend sein, wie ich finde. Ich weiß gar nicht, ja, Fitzex, letzter Thriller, hat es sich ja auch theoretisch um eine Hochschwangere gedreht. Das fand ich tatsächlich schon sehr extrem. Also das ist mir sehr nahe gegangen, das ging mir schon gefühlt fast unter die Gürtellinie. Und ich glaube, dass dieses Buch auch so etwas ist, wo man nervlich sehr stark sein muss und wahrscheinlich auch eher im Sommer, dass man so etwas liest, im Garten sitzend, dass es einen nicht zu, ja, mitnimmt. Ja, dennoch ein Thriller, der absolut spannend und packend klingt und definitiv auch was für mich ist. Dann etwas, wo ich noch nicht so richtig weiß, ob es etwas für mich ist, und zwar Omas Erdbeerparadies von Janne Mommsen. Also es sieht vom Cover ja super lustig aus, es sieht auch nach einer Frühlings-Sommergeschichte aus. Ich würde persönlich zu so einem Buch tatsächlich nicht greifen, denn das Paradies so fern, so nah, und es ist hier ja, ein Gasthaus mit dem seltsamen Namen Erdbeerparadies, denn es gibt hier Feuerwehrbälle und Punkkonzerte. Bei der Fußball-WM 54 saßen alle vor dem einzigen Fernseher auf der großen ganzen Insel und auch Oma Imke hat schon als junges Mädchen im Erdbeerparadies geschwurft. Ja, allein da bin ich gefühlt eigentlich schon raus.
Ja, und es geht hier halt um ja, dieses Erdbeerparadies, denn es gibt hier eben auch Inselgäste und es soll eine große Dorfdisco entstehen oder die Menschen gehen dahin. Und ja, was wird aus der liebenswerten Oma? Und ja, also es ist, glaube ich, gefühlt eigentlich nichts für mich. Ich weiß auch nicht, ob ich dem Buch eine Chance gebe oder nicht, aber es klingt zumindest lustig und ja, vielleicht kann es mich da tatsächlich unterhalten. Ich lese ja eher selten so etwas. Aber ja, es ist auch vom Zustand eigentlich mit das schlechteste Buch von denen, die angekommen sind, weil es tatsächlich doch auch sehr vergilbt ist. Ich weiß gar nicht, wie alt das Büchlein schon ist. Ich habe jetzt gar nicht weiter drin reingeguckt. Aber ja, es ist jetzt nicht dramatisch. Ich mag ja auch gebrauchte Bücher, die, also na, von daher 2013. Also dafür sieht es aber gefühlt schon, ja, hat es ganz schön was mitgemacht. Ja, aber mal gucken, ob das was für mich ist. Und dann das vorletzte Buch aus der Tauschaktion ist Der träumende Delfin von Sergio Bambaren, eine magische Reise zu dir selbst. Und ich stand schon so oft vor diesem Buch. Es ist, manchmal ist das echt erschreckend. Die Wege des Schicksals, ne? Das ist unergründlich, wie man so schön sagt. Ja, das Buch ging auch vor langer, langer Zeit. Das ist bestimmt schon ein paar Jahre her. Ja, 2004, 2005. Ja, so um einen herum. Und ich glaube einfach, damals war nicht die Zeit dafür. Und auch in den letzten 2-3 Jahren, als ich wieder mich mehr so mit Selbstfindung und der inneren Ruhe und so beschäftigt habe, ist dieses Buch immer mal wieder aufgetaucht und wurde mir immer mal empfohlen. Aber ich habe es tatsächlich nie gekauft, denn es heißt hier auch so schön, manche Dinge kann man nur mit dem Herzen sehen. Was du tust, ist wichtig. Wichtiger aber ist, wovon du träumst und dass du an deine Träume glaubst. Dies ist die Botschaft, die wir von dem träumenden Delfin lernen können. Wie einst die Möwe Jonathan hat dieses Buch unzählige Leserinnen und Leser auf der ganzen Welt begeistert. Und es sind auch wunderschöne Illustrationen mit drin, eben auch von unserem träumenden Delfin. Und ich bin sehr gespannt. Also ich, wie gesagt, schleiche schon ein paar Jahre drum herum. Es hat nie so das Nötige, irgendwie gab es nicht. Aber jetzt habe ich es hier und da es auch wirklich ein ganz dünnes Büchlein ist, kann ich mir gut vorstellen, dass ich das auch einfach mal so an einem Tag weglese und sehr gespannt bin, ob ich zu mir selbst finde. Und das letzte Buch, was mich aus dieser Tauschaktion erreicht hat, ist Mission Clockwork von Arthur Slade. Ja, Gefahr für das britische Empire. Glaube ich jetzt nicht so ganz im Buch direkt für mich. Es geht hier um London 1860. Es ist der Start einer neuen Steampunk-Serie, von der ich noch nie gehört habe. Denn Menschen verschwinden plötzlich aus der Stadt. Technische Wunderwaffen verbreiten Angst. Die heißeste Spur führt zur Clockwork Guild. Modo, der gefährlichste Agent des Empire, wird auf den mysteriösen Geheimbund angesetzt. An seiner Seite Octavia. Klug, mutig, schön können die beiden Top-Agenten den Kampf gegen das Böse gewinnen. Noch nie gehört, noch nie gesehen, vom Klappentext nicht ganz unspannend. Ich weiß nicht, ob es eher in eine Thriller-Richtung oder in eine Krimi-Richtung geht. Ah, das war ein Leseexemplar für Buchhandel und Presse aus Juli 2011. Gut, das stört mich jetzt nicht, dass es das ist. Es ist ja nicht verkauft, von daher verschenken kann man ja. Leseexemplare mache ich ja auch. Ja, ich bin gespannt. Also ich kann damit gefühlt erstmal so gar nichts anfangen. Habe ich noch nie vorher gehört. Keine Ahnung, ob das was für mich ist. Aber es mutet irgendwie schon spannend an, wo man denkt, man möchte zumindest mal reinlesen. Und vielleicht kennt das ja einer von euch. Dann könnt ihr mir das auf jeden Fall auch gerne mal in die Kommentare schreiben. Also wie ihr seht, war ja so die Tauschaktion gar nicht so schlecht. Es sind doch ein paar spannende, interessante Bücher dabei. Und wirklich zwei Bücher, um die ich eben schon ein ganzes Weilchen auch rumgelaufen bin. Oder immer mal wieder so denke, ob ich mir die zulege. Was ich schon fast erschreckend finde, dass es so ist. Aber ja, das auf jeden Fall spannend finde. Und dann mein persönlicher fast Neuzugänge-Highlight, wobei es kommen dann im zweiten Teil auch noch unglaublich tolle Neuzugänge, ist ein neues Buch von J.R.R. Tolkien und es sieht einfach traumhaft aus. Ich habe mich so gefreut, als es bei mir ankam und ich es in Händen halten konnte, denn es ist die Geschichte von Kullervo und die wurde mir vom Klett-Cotta Verlag von der Hobbit Press eben zur Verfügung gestellt und die sieht optisch wirklich super, super schön aus
Und ja, es heißt hier so schön, der Ursprung meiner Versuche, eigene Legende zu schaffen. Zitat Tolkien. Denn Kullervo ist ein Waisenknabe mit übernatürlichen Kräften und einem Schicksal voller Schrecken. Er wächst bei seinem Onkel auf, dem finsteren Magier Untamo. Jener hatte einst seinen Vater umgebracht, seine Mutter entführt und Kullervo selbst, als er noch ein Junge war, dreimal versucht zu töten. Doch die Stunde der Rache ist nicht mehr fern. Und es klingt für mich eigentlich total untypisch nach Tolkien. Dennoch kann ich mir vorstellen, dass er so eine Geschichte wirklich spannend und packend und mit seinen großen Worten auch gut erzählen kann. Und ich bin mega gespannt, was mich da erwartet, denn ich habe tatsächlich überhaupt keine Ahnung, um was es in diesem Buch geht. Ob es direkt, also von ihm wird es sein, der Herausgeber ist, glaube ich, Verlin Flieger, wer auch immer diese junge Dame jetzt ist. Ich bin neugierig und freue mich da auf jeden Fall auch zu, im März zuzugreifen und dann auch davon zu berichten, denn ja, ich bin auf jeden Fall neugierig. Und dann sind auch ein paar E-Books bei mir eingezogen, beginnend mit Young Elites, das Bündnis der Rosen von Marie-Lou. Hier habe ich ja den ersten Teil über Audible noch hören können. Aktuell gibt es ja dieses Hörbuch gar nicht mehr auf Audible. Und ich war ja so gefesselt und gebannt vom ersten Teil, sodass der zweite Band dann im Februar nach dem Hören direkt auch bei mir eingezogen ist. Mittlerweile auch schon gelesen ist. Ich habe mir den über einen Gutschein, den ich hatte, von Thalia direkt auf den Tolino geholt. Und da geht das ja mit der Cloud relativ unproblematisch. Und ja, habe es dann direkt gelesen. Ja. Und ja, ich muss sagen, die Reihe, ich hätte nicht gedacht, dass sie mich so packt, so fesselt, so begeistert. Und ich finde es tatsächlich fast schade, dass ich jetzt gar nicht mehr dazu kam, den dritten noch im Februar zu lesen. Aber der März ist ja lang und da werde ich auf jeden Fall auch den dritten verschlingen. Denn es geht ja hier um Adelina, ja, ein junges Mädchen, die durch ein Fieber im Grunde geprägt wurde, die ein Auge verloren hat und ihre schwarzen Haare wurden silber. Und wir sind hier in einer dunklen, sehr erwachsenen Jugendbuch-High-Fantasy-Story mit einer Wahnsinnskulisse, man hat so das Gefühl des mittelalterlichen Venedigs und wirklich einer Protagonistin, die mal anders ist, die eben eher ein dunkler Ritter ist, wie man ja so schön bei Batman zum Beispiel sagen würde, die eben auch so ihre Rache genießt, die ihre Kräfte genießt, die es auch mal mag, wenn sie denen, die sie für böse hält, eben auch mal etwas antun kann. Und das klingt zwar jetzt erstmal so, wo man denkt, wie kann man das gut finden? Und ich glaube, das war auch der Punkt, den viele nicht mochten an Adelina. Ich aber großartig finde. Denn wenn wir mal ehrlich sind, kann ein Held eben nicht immer strahlenweiß auf einem Schimmel daherkommen, sondern er ist eben auch nur ein Mensch. Und ja, also ihr versteht, ein Mensch. Es geht ja um ein Buch. Und ich fand das wirklich großartig im ersten Teil. Und ich habe auch wirklich den zweiten Teil verschlungen und glaube auch in zwei Schüben durchgelesen oder lassen wir es drei gewesen sein. Fand ich mega und ich freue mich auch tatsächlich drauf, ja, dann demnächst den dritten zu lesen und den Abschluss dieser Reihe. Und ja, ich habe mich, also ja, ich konnte gar nicht anders, als mir direkt das E-Book zu holen und ja. Dann ist bei mir eingezogen Die Gabe von Naomi Alderman, eine Dystopie, die unglaublich spannend klang, weil sie das Stärkeverhältnis zwischen Mann und Frau eben einfach mal umdreht. Denn es gibt hier eben junge Mädchen, Frauen, die eine Gabe haben und die Welt sich eben dreht, weil eben die Frauen auf einmal die Mächtigen sind. Und ja, ein Buch, das von mir schon gelesen wurde. Ich fand eben diesen Aspekt, dass man die Geschlechter einfach mal dreht, mega spannend, weil es mich sehr interessiert hätte, wie eben Frauen mit Macht umgehen. Ich verstehe tatsächlich nicht so richtig, warum man diese, also natürlich sind Frauen nach wie vor in unserer Welt benachteiligt, aber dass man es so überspitzt darstellt, wie es in dieser Geschichte so war, konnte ich nicht so ganz verstehen. Auch die Ambitionen, die die Autorin hatte, diese Geschichte so zu schreiben, konnte ich nicht ganz nachvollziehen. Mich hat natürlich auch angesprochen, dass Margaret Atwood da einen Kommentar auf dem Titel stehen hat, wie sie dieses Buch findet, dass es irgendwie eine Pflichtlektüre ist. Und wo ich sage, Margaret Atwood hat mir ja gerade mit Alias Grace, der Serie und auch den Reporter Mark, was ich gelesen habe, ja letztes Jahr unglaublich gut gefallen. Und so finde ich natürlich auch die Gedanken, die sie irgendwie zu Büchern hat, ganz spannend. Es ist ja ähnlich, wenn Stephen King irgendwo hinschreibt, das ist ein grandioser Thriller, dann stellt man das ja gefühlt auch erstmal nicht in Frage. Aber ja, wie ich das Buch fand, ich habe es im Februar gelesen, könnt ihr auf jeden Fall in der letzten Bücherwoche gucken. Ich
kann so viel sagen, ganz so begeistert war ich davon nicht. Sehr, sehr gefreut habe ich mich über den zweiten Band der Time School Reihe von Eva Völler auf Ewig Mein. Der erste Teil hieß ja Auf Ewig Dein, jetzt haben wir Auf Ewig Mein. Und ich bin ja ein absoluter Fan der Zeitenzauberreihe gewesen von Eva Völler und habe mich sehr gefreut, dass wir mit Time School in diese Welt der Zeitreisenden im Grunde zurückkehren. Also es ist schon eher ein junges Jugendbuch, wo ich wirklich sage, das muss man einfach wissen. Es ist kein Zeitreise, Science-Fiction-Thriller-Roman, sondern wirklich eher was Seichteres. Aber mir hatte die Zeitenzauberreihe damals sehr, sehr gut gefallen und mir hat auch der erste Teil der Time School-Reihe ganz gut gefallen. Er war für mich nicht mehr ganz so gelungen, wie es die Zeitenzauberei war, aber er hatte mir sehr gut gefallen, hat, glaube ich, damals auf Lovely Books von mir 4 Sterne bekommen. Ich vergebe ja an sich keine Sterne, ich mache das ja auf Lovely Books auch eher so für mich als für andere, um einfach selbst immer sich so ein bisschen dran zu erinnern. Mir hat er halt gut gefallen, dass wir eben jetzt diese Time School haben, eben diese Zeitenreise-Schule, wo eben ja all die, die so sind wie Anna und Sebastiano, eben ausgebildet werden, die sich eben darum kummern, dass das Zeitgefüge im Einklang bleibt und ich freue mich hier auf den zweiten Teil und theoretisch habe ich ihn wahrscheinlich vielleicht sogar schon beendet, wenn dieses Video dann online kommt, weil ich das eben jetzt auch am Wochenende sozusagen angefangen habe zu lesen und bin dann auch sehr gespannt, wie es mir gefallen wird und was ich darüber berichte. Und das waren nun die ersten 11 Bücher des Februars. Es ist doch ganz allerhand viel bei mir eingezogen, gerade durch natürlich die Tauschbücher, die natürlich jetzt unkalkulierbar werden. Es hätten weniger, aber auch durchaus noch mehr sein können. Und aber freut mich, dass das so gelungen ist. Und dann natürlich findet ihr, wenn der zweite Teil online geht oder schon online ist, findet ihr ihn natürlich unten in der Infobox. Ansonsten kommt er natürlich jetzt voraussichtlich am Donnerstag heraus. Also heute ist theoretisch Dienstag und am Donnerstag kommt dann der zweite Teil. Da erwarten euch dann die anderen Neuzugänge-Bücher. Vielleicht kennt ihr ja eins meiner Neuzugänge auch schon und könnt ihr da gleich mal lobend über den Klee reden, wie es euch gefallen hat. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr interessieren, gerade bei den Tauschbüchern bin ich sehr gespannt, ob die im Grunde hier Leser haben, die direkt dafür schwärmen. Schreibt das gerne in die Kommentare und ob ihr vielleicht selbst bei der Tauschaktion dabei gewesen seid und wie da bei euch die Ausbeute so ein bisschen war. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr interessieren und ich danke euch nun fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.